Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Ründchen Avencast. Und gerade habe ich schon mal angefangen aufzunehmen und da ich dergleichen hatte, Frame-Einbrüche, dass ich einfach neu starten musste. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Es war gerade richtig ärgerlich mit 8 Frames oder so. Und darum... Ja. Schauen wir mal, aber jetzt scheint alles zu klappen. 60 Bilder in der Sekunde. Was war das gerade, ey? So. Nee, aber scheint alles flüssig zu laufen jetzt. Keine Ahnung. Alter, wer spammt denn da so hart? Ah, jetzt habe ich den erst gesehen, ey. Komm schon. Damn, damn. So, das war's mit euch allen. Alter, diese Blutmagie-Ausrüstung am laufenden Band, ja. Und für mich ist nichts dabei. Moment. So. Aha, dann was haben wir da noch? Ey. Wieso sprich das nicht auf meine Tasten an? Kommt Dinger an, ey. Alter. So, mein Freund, du bleibst mal schön hier. Aua. So. Bevor wir uns jetzt nämlich... Alter. Bevor wir uns jetzt nämlich... für Gorlin... Uiuiui. Für Gorlin ins Feenland begeben. Und... da dieses Tierchen fangen. Wollen wir doch jetzt hier mal in dem Gästetrakt noch sämtliche... Das ist hier nochmal so Mucke da. In sämtliche Türen würde ich hier nochmal gerne reinschauen. Ja. Mal kurz auf die Uhr schauen. Okay. Joa. Dann schauen wir doch mal hier direkt rein. Okay, hier ist gar nichts. Naja, kann man mal machen. Aber es wird hier doch wohl noch irgendwas zu holen geben. Zumindest in den anderen Räumen, da hoffe ich jetzt mal. Alter. Krass, ist hier Shift, ey. Oh. Lol. Naja. So, das spamme ich jetzt einfach mal rein. Da ist schon der erste umgefallen. Das war der nächste. So, Leute. Wen haben wir noch? Wer braucht noch was? Alter, Giftschaden. Moment. Moment mal. Schien mir aber trotzdem irgendwie schwächer zu sein. Nekromantenstab. Alter, nee. Da mache ich zu viel Verlust an Schaden. Nur noch 16% Laufgeschwindigkeit. Ah. Ich hätte mal so einen richtig mighty Giftstab. Ja. So, und jetzt haben wir ein Level abgehabt. Jetzt können wir mal hier... Was haben wir denn für eine Stufe? Oh, 20. Jetzt können wir uns... Was ist das? Alter, Vergiftung der Waffe. Das ist gar nicht mal dumm. Aber nein. Ich will diesen schönen Mann hier haben. Kristallgolem. Ja, der wird jetzt auch... Moment mal, wo tue ich ihn denn hin? Auf welche Taste? Auf welche Dingens? So. So geht der. Ja. Den tue ich jetzt mal da drauf, wo der... Oh. Wo eigentlich der... na, sag an, Obelisk ist. So, wie schaut es aus? Okay. Zeig mal, was du kannst, Mann. Schon mal keine Wegfindung, ja, sehr gut. So geht der Obelisk, ne, alles klar. Ich überlege mir fast... ich überlege mir fast, den Meteoriten nicht auf eine der F-Tasten zu legen. Alter. Weil der eben nur zwei... Ich muss nach oben drücken und nach rechts und dann rechtsklick. Und für diese Beschwörungsteile brauche ich schon wieder
Oh, jetzt habe ich da drin nicht mal genau geschaut. Da habe ich das Ding gefunden, ne? Ja. Oh, Moment. So. Und, naja, für den Meteorit muss ich eben weniger drücken. Weniger so tasten. Mein Gott, ich weiß es auch nicht. Kann ich das denn beides gleichzeitig machen? Warte mal. Und F3. Ne, der verschwindet. Ja, okay, dann ist das... Dann passt es schon. Dann werde ich... Ja, das ist schon in Ordnung, so. Weil der Meteorit wird wahrscheinlich dann öfter benutzt. So. Was haben wir hier drüben noch? Alter. Ich dachte schon, jetzt gehen die Frames wieder runter. Besiegt im 7. 7? War das ein Beschworener? Naja, egal. Jetzt schauen wir mal, was der kann. Ja, die mache ich auch mit einem Schlag platt. Jetzt mach mal gegen so einen geilen Typen da. Jetzt hau mal auf die drauf, du Depp. Naja. Wie wär's, wenn du mal was für dein Geld tust, du Penner? Na, zumindest lenkt er die ab, Alter. Alter! So, mein lieber Freund. Oh, jetzt ist er tot. Naja, zumindest habe ich irgendwen, der da drauf haut. Scheint mir schon bedeutend mehr Leben zu haben als der Obelisk. Oder muss ich nochmal gleich nachschauen? Naja, Notfall kann ich den immer noch beschwören. Aber jetzt habe ich zumindest mal irgendeinen fetten Typen. Das ist, glaube ich, der stärkste... Alter, Beschwörungszauber. Also, kann nur soll es gefälligst mehr können als bis jetzt. Kann gefälligst mehr. So, was haben wir denn da? Das bringt es wahrscheinlich nicht. Mhm. Alter. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was da in dem Feenland abgeht. Und davor speichere ich. Ich habe nämlich Schiss. Ich weiß nicht mehr genau, was da ging. So. Na dann. So. Oh. Lol. LOL! Die wollen mich vergiften, oder? Kleinen Penner. So, da gibt's so einen Bürpfel, oder? Gib her das Ding. Süßer Bürpfel, ja. Igitt, Mann, igitt. Oh nein. So, Käfig, Bürpfel. Alter. Stopp. Stop it, Alter. Kann das Ding jetzt mal da reingehen? Bevor ich hier noch verrecken tu. Junge. Junge. Ich werde jetzt einfach mal ein Stück wegrennen. Ich habe nämlich Schiss hier total. Das ist ein Alter. Super tolles Feenland. Voll ekelhaft ist es hier. Gehst du mal bitte da rein? Ja, ja, da ist das schon richtig. Alter. Willst du in den Käfig jetzt mal reingehen? Da muss ich die irgendwie an... reinpushen? Ja. So, Käfig mit Chimakos. Ja, schon besser, Alter. Jetzt mal raus hier aus dieser Siftgrube da. Völlig ekelerregend. Komm, lass mich raus. Das ist ja voll assi. So ein tolles Feenland. Da hat es mir ja so gefallen, Alter. Dieser dumme Spast, Alter. Ich sag's immer wieder. Was ein Bastard das ist. So. Jetzt bringen wir mal trotzdem das Ding.
Ja. Ja, dann schauen wir mal, was der uns dieses Mal gibt. Die letzten Dinger waren ja nicht so geil. Obwohl ich nichts gekauft habe. Also, man findet hier echt den geilsten Kram einfach hier rumliegen. Unfassbar. So, was hast du jetzt zu sagen? Ich sehe schon, du hast sie gefangen, die netten kleinen Chimakus. Danke, damit hast du dem guten Gorlin wirklich einen großen Gefallen getan. In so dunklen Zeiten freut man sich doch, wenn es etwas zu lachen gibt mit den lieben Tierchen. Naja, ich lache auch schon total, Mann. Ja, nette kleine Tiere aus dem Feenreich sind die Chimakus. Es freut mich, dass du mir geholfen hast. Ich hoffe, dir gefällt auch meine Belohnung. Ja, danke. Können wir noch ein bisschen handeln? Schwerer Gürtel der Blutmagie. Wer hätte es gedacht, dass ich ja so einen Rotz krieg? Handelswert 16. Jawohl, hast du mir den obergeilen Schutt gegeben, Alter. Fuck, ist das geil. Awesome. Alter, fuck. Mann. Ist das ein kleiner Penner. Was haben wir denn da? Maximales Mana. Der kann ein Aura. Pff, weg damit. So, Blutmagie. Haben wir jetzt zwar auch, aber... Hm. Weg damit. Das Ding macht einfach zu wenig Schaden, obwohl ich den Giftschaden schon... Naja. So, das ist doch nix, oder? Nee. Nein. Nein. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal, was der im Angebot hat. Was hat denn das alles so Kackwerte, ey? Mann, bist du ein Spast. Da. Das ist doch wohl nicht zu fassen, ey. So. Blutmagie natürlich. Keine Rüstung natürlich. Mann. Ey. Okay, warte mal. Puh. Warum verkaufst du nur solchen Schrott? Na? Das hat zwar ein bisschen mehr Mana und so weiter, aber gebt euch mal die Rüstungswerte, ey. Nicht gleich mehr als... Na, das gibt's ja gar nicht, ey. 7... Knochenstab. Meisterknochenstab. Dann kaufen wir jetzt wieder Tränke und zwar... drauf geschissen. So. Oh, die kann man nur bis 10 stacken, hallo. Naja, was soll's. Dann habe ich halt hier ein paar noch dabei. Die werde ich jetzt sowieso bald wieder auffüllen müssen. So, und jetzt... Lock. Der verschwundene Stab. Ja, okay, da muss ich für beides in den Trakt der Seelenmagie. Alter, was habe ich denn für Lex, Mann? Naja, und da werden wir jetzt auch sofort uns reinbegeben. So. Oh. Oh, kein Stab. Tja. Bam, 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 bam. Blutmagie, ach so. So. Ey, schon wieder diese Dinger, oder? Die werden ja wohl massenweise ausgegeben, Alter. So. Hm? Oh Mann, ich kann ein Tür... Oh. Das Magier? Nee. So, mal wieder ein paar Wegfindungsprobleme, Freunde. Aber das werden wir gleich geregelt haben, Alter.
So. Jetzt habt ihr keine Probleme mehr mit irgendwo an die Wand laufen. Lol. Irgendwie lädt das hier die ganze Zeit nach, habe ich das Gefühl. Und ständig so komische Frame Drops. Ganz strange, ey. Aber, na ja, da schon wieder. Was daran liegt, dass es... Dass da irgendwelche Gegner kommen, oder... Was weiß ich, Mann. Na, normalerweise ist es stabil mit... Oh. Alter, da ist ja schon wieder so Geschmeiß, Alter. Komm, lass mich mal nicht ran, du Wichser. Ah. Schon wieder das gleiche Ding. Aber warum nicht? Ich sag auch nichts gegen... Alter. So. Ich sag auch nichts gegen Cash, ja. Ja. Die Großen machen das anscheinend auch mit dem geilen Einfrier. Da ist ja noch ein kleiner. Alter, ich krieg hier schon wieder voll aufs Maul. So. Bevor du deinen komischen Hund heilst. So. Brich dich zuerst um. Und jetzt schauen wir, was hier ist. Alter. 300 irgendwas. Schon wieder voll fett hier. Mhm. Wieder so ein Alter. Mist, der geht natürlich auf den Vorrang. Jetzt nicht mehr. Dankeschön. Alter, den wollte ich doch überhaupt nicht. So, Leute. Oh. Wieder nicht aufs Leben geachtet. So. Da muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten, Alter. Schon wieder. Ja, entweder du kommst mir nach oder ich bring dich nachher um. Oh. So. Wieder unabsichtlich, aber diesmal hat sich zumindest gelohnt. Ah, 5. Diesmal habe ich auch ein paar mehr gekauft, zum Glück. Ich hau da zu hektisch auf die Tasten drauf, ey. Ist einfach komisch und ätzend, ey. So, du. So. Freunde. Oh, den habe ich mir gar nicht angeschaut. Mal sofort machen. Seelenmagie plus 6. Nee, da kann ich nicht so viel. Nee. Nee. Jo, was haben wir da noch Feines? Cash, 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 Cash. Hab ich da reingeschaut? Die scheint mir so, ne? Ja. Hey! So. Was gibt's hier Feines? Gar nichts. Ja, hättet ihr die gar nicht markieren brauchen, die Scheißkiste. Alter, wie ich jetzt das immer gemacht habe, werde ich mir... Aha. Dann nicht. Werde ich mir die Mitte von dem Trakt am Schluss vornehmen. Brief eines Unbekannten. Schauen wir mal. Oh, ein Questgegenstand, oder? Nein, Brief zum goldenen Käfig. Hä? Lieber D.G. Ich habe das Passwort für den großen Konferenzraum herausgefunden. Ich habe Quirius beobachtet und gehört, dass er Ignis Draconis gesagte und sich die Tür öffnete. Vielleicht hilft dir das weiter. Das Nachts ist eigentlich nie jemand dort. Da solltest du ungestört deinen Nachforschungen nachgehen können. Mit herzlichen Grüßen, X. Alter, was gibt's denn hier für komische Verschwörungen, Alter? Strange, strange, strange. So. Ja, ja. So, was haben wir da? Oh, schon wieder Garten.
So, das werde ich mir diesmal nicht geben. Weil so lange wollte ich eigentlich... Alter, gar nicht mehr, dass die Folge geht, ja. Darum werden wir jetzt hier mal... Bam, 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 bam. Auch in dem Gang weitergehen. Aha. Das kannst du mal gleich einstellen, da deine komischen... Kommen die aus dem Garten? Ist da einfach die Tür offen? Ich glaube ja. Oh naja. So. Naja. Alter. Okay. Muss ich mich auch mal langsam pennen gehen, halt, das ist nämlich schon um 3:30 hier. What the fuck, wie die Zeit vergeht, ey. So, das heißt, ich dreimal noch platt und dann ist Schluss hier. Würde ich mal sagen. Genau. So. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie mir den gestohlenen Stab suchen und den Destructorus für Megantheorus besorgen. Genau. Dann, ciao.